Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Es geht weiter mit Going Medieval und wir sind natürlich weiterhin beschäftigt mit den neuen Sachen des neuen Patchs. Wir sind kurz davor, dass wir die Sachen für die Rituale durchführen können, also dass wir es herstellen können. Finde ich klasse. Und ich sage wie immer vielen lieben Dank für alle, die da sind, neu und altbekannte. Für alle Likes und Kommentare und dann würde ich sagen, legen wir doch los. Ich bin am Start, Kaffee ist am Start, ihr seid am Start. Kann nur gut werden. So. Wir haben immer noch Affenkälte. Und uns fehlen noch genau 6 Bücher, dann können wir die religiöse Struktur machen und dann kriegen wir nämlich das Pult. Und den Ritualkreis der Eichenbrüder. Voll gut. Ich habe mir da auch schon so ein bisschen was überlegt, ne? Also, Siedler sind verärgert. Warum denn schon wieder? Weißt du, Steven, ich kann halt echt nichts dafür, wenn du meinst, du musst bis morgens um 4 noch was bauen, aber nichts essen und dann ins Bett zu gehen. Kann ich auch nichts für. Habe ich nicht gesagt, dass du es so machen sollst. Gut. Dann würde ich nämlich hier drin sagen. Ach da, ich wollte gerade sagen, wer gräbt denn hier? Hier drin würde sich noch ganz gut was zum Heizen machen. Ja, sage ich auch immer. So, dahin. Und dann, denke ich mal, so Bücher, Wandregale. So. Kann man die Bücher dann auch immer gleich einräumen, dann ist das nämlich auch erledigt. Ich glaube, das ist ganz gut so. Dann unsere Burgküche haben wir umgebaut. Genau, dann kann nämlich hier unten auch nochmal eins von den Töpfen hin. Ich hätte irgendwie richtig Bock auf die Dings. Also eine Feuerschale, obwohl das ja echt total übertrieben wäre. Kannst du aus Gold machen, Alter. Yeah. So, Stein auch hier hin. Ich weiß, mir fehlt Holz, ihr habt... Aber wir haben ja genug, ne? So, das Schöne ist ja, wie ich sehe... Ist erschöpft. Ja, war klar. Ist unglücklich. Wie wäre es, wenn du einfach mal so eine Runde pennen gehen würdest? Ich will nur, dass du schlafen gehst, Steven. Du kannst nicht zu denen sagen, du gehst jetzt ins Bett. Das geht tatsächlich nicht, ne? Ah, da wird er wohl gleich wieder rebellieren. Er will einen Aufstand provozieren. Naja. Noch 3 Stück. Min. Bin mir noch unsicher, aber das könnt ihr liebend gerne in die Kommentare schreiben. Ich will, glaube ich, keine Fenster reinmachen. Einfach wegen der Kälte. Klar, wir haben jetzt hier mittendrin 21 Grad. Habe ich das eigentlich hochgestellt? Ja, okay. Ja, wir haben jetzt hier drin 21 Grad. In den Schlafräumen sind 17 Grad. Kann man machen... Ja. Weiß ich nicht. Ich sehe mich da irgendwie nicht. Doyle ist bewusstlos. Warum? Sehr hohe Erwartungen. Hässliche Ausstattung. Verzweifelt, durstig. Erschöpft. Ja. Ja. Ich hab's gesagt. Du hättest auch einfach mal ins Bett gehen können. Ah, hässliche Ausstattung. Ja, ist ja okay. Stimmt, das ist ja auch alles mit Holz, ne? Kriegt er hier noch Schild, Werkzeug, Wandregal, damit nicht so hässlich ist. Hier kommen noch die Keramik, das wird sich in der Küche eigentlich ganz gut machen. So.
Da und da. Auch schön so eine Axt an die Wand. So. Herrlich. Ich feier's. Wieso bist du eigentlich... Geh doch ins Bett, Junge. Aber sie genauso. Kältewelle ist vorüber, Gott sei Dank. Sehr gut. So, jetzt bin ich noch überlegt. Wie ist denn das da hingekommen eigentlich? Ausgezeichnete Winterkleidung. Okay, die haben die ganzen Wege hier gemacht. Das ist gut, okay. Da fehlen sie noch. So, okay. Das wird so viel Stein kosten, aber eigentlich... Naja. Wir bräuchten eigentlich hier eine Treppe. Die müssten wir dann von außen an absichern. Wisst ihr, wie ich meine? Die müsste hier hin. Und dann müsste man halt aber... So. Aus sicherheitstechnischen Gründen, wegen der BG und so. So, dann brauchen wir hier das da. Das. Das. Das ist jetzt komplett. Das müssen wir nämlich da machen. So. Und hier sollten wir dann eigentlich wieder den hier machen. Jo. Genau, weil dann ist da auch wieder geschützt. Beziehungsweise, das macht man dann so. Genau. Dann kommt das da auch noch hin. Und dann kommt die Meisterdisziplin, alles verkleiden. Ja, es ist Winter, Leute. Oh, Moment. Uhaha. Uhaha, religiöse Strukturen. Jetzt wird's gut. So, wo sind die Sachen? So, okay. Nicht genügend erlaubte Ressourcen. Ach, wir brauchen Bienenwachs noch, okay. Dieses Pult ist keine gewöhnliche Buchablage, sondern hält die heiligen Schriften und das Wort unseres Herrn hoch. Dann hätte ich jetzt sogar noch weitere Ideen tatsächlich. Ich glaube, ich muss doch noch anbauen. Nee, ich glaube, wir müssen das hier wegmachen. Oder wir erhöhen es. Das wäre auch noch eine Idee. Man kommt, okay, man kommt hier eh runter. So, Moment mal. Ich habe Idee. Das wird doch, das könnte gut werden. Also. Einmal. So, da haben wir ja. Dann kommt hier eine Tür rein. An. Ja, tut mir leid, ihr kriegt kein Spitzdach auf jeden Fall. Oder? Ah, dann müsste ich es für woanders bauen. Lasst mich überlegen. Das da.
Hier oben. Okay. Dann da oben. Nein, nicht die ganze Burg. Was ist mit euch? Das auch noch. So, okay. Gut, dann nochmal. Also 5, 6, Okay, Steven und Gerard sind keine Freunde mehr, ist okay. Ui, ui. Moment mal. Hier brauchen wir ja dann auch noch mal eine Treppe, ne? Ja. Mensch. Freundlicher Besuch. Oh, cool. Ah, ich finde das gut, dass das jetzt nicht immer so krass einfach hier reinbloppt. Da bin ich mal gespannt, was der Händler dabei hat. Vielleicht kriegen wir endlich mal die ganzen ungenutzten Sachen los. Genau, und dann haben wir das da mit dem Dach. Ihr kommt da ja auch hin. Alle beschaffen Ressourcen. Aber für was denn? Für da hinten? Oder für die... Ah, okay, für die Wehrgänge. Ist okay, sehr schön. Sehr gut. Ja, sieht doch schon anders aus. Genau, weil das wird dann eine kleine Kirche. Dahin. Doch, wenn man dann Steinboden rein. Brauchen halt Stein ohne Ende. Ist halt, wie es ist, ne? Dann kommt hier das Pult rein. Eins länger wäre schon besser gewesen, ne? Egal. Gibt es nur die eine Variante, okay. Und da gibt es ja auch nur die eine Variante. Aber das finde ich cool. Könnte man ja auch da reinmachen. Nee, die Eichenbrüder kriegen ein... Die kriegen eine Holzkirche, in Anführungszeichen. Die kriegen ein überdachtes... Alter, warum ist denn der nicht einfach mal was? Sieht eigentlich aus mit Nahrung. 6 Johannisbeeren. 3-mal rohes Fleisch haben wir noch. Wir haben noch Räucherfleisch, Kräuter, fermentierte Maische, fermentierter Fruchtsaft. Ja, Essen haben wir doch noch. Ist alles gut. Obwohl, wir könnten ja auch mal kühl, sehr hohe Erwartung, hässliche Ausstattung, hat rohes gegessen. Wie wär's mit... Ach so.
Kann ich nicht mal nach dem Händler gucken lassen. Oh. Schlafen alle? Warte, Gerard. Warte. Du musst da kurz hin. Wir müssen Money, Money, Money machen. Okay, also. Goldmünzen. Forschungstisch. Heilpakete. Eisenbarren. Also das. Das ist das von uns. Heilpakete. Oh, wir können dingslos werden. Oh Gott. Die Anzahl dieser Ressource, die der Händler zum Tauschen möchte. Ach nee. Er will die. Okay. Wir könnten Kartografietisch kaufen, aber. Katze, Katze. Ich will die Sachen nicht bei euch kaufen. Ich will sie verkaufen. Aber kein Essen. Wanddekoration der Eichenbrüder. Okay. Ah, das wäre jetzt gerade halt schon sehr passend. Ne? Also. Ja, ist ja cool. Die kaufen halt auch alle wieder. Oh. Mich wundert es halt tatsächlich, dass keiner von denen Thesen. Achso, das ist das Höchste, ja. Ich hätte dafür gern Goldmünzen, danke. Zweifel durstig, hässliche Ausstattung, hungrig. Die haben alle hohe Erwartungen. Schraubt mal eure Erwartungen zurück. Lebt, lebt, lebt. Sehr gut. Wir werden gerade nicht angegriffen, das passt nicht. So. Ach, die räumen endlich die Sachen auf. Okay. Was ich mich gerade frage, die tragen doch alle Upsala. Ach, jetzt. Bis minus 16 Grad. Bis minus 16. 16, 16, 16. Warum frieren denn die dann bitte? Niedrige Nahrungsreserve. Dekorative Strukturen 2. Oh. Ah, da sind die anderen Holzbalken. Okay. Als nächstes wäre, würde ich sagen, hier. Das ist das, was wir gerade hätten kaufen können. Und dann gibt es noch die neuen Schreine. Die sollen jetzt einfach mal ein bisschen forschen. So waffentechnisch stehen wir ja eigentlich gar nicht schlecht da. Und... Hat man die Krähen schon immer gesehen? Das ist gut. Ich würde gerade sagen, ich guck mal rum, ob irgendwo Wölfe für uns gejagt haben. Süß. Was ich cool finden würde, das könnt ihr auch mal liebend gerne in die Kommentare schreiben. Nix verboten. Ach, die sind wahrscheinlich an der Kälte draufgegangen. Ihr holt jetzt erstmal die Sachen. Weil das ist wichtig.
Was ich cool finden würde, wenn du vielleicht auch mal mit Fallen jagen könntest, so für die kleinen Tiere, gerade für die Iltisse und so. Oder auch für die Hasen. Hasen? Oh ja. Ja, das würde ich halt doch schon sehr stark feiern. Genau, das wollte ich, genau. Was ihr davon halten würde, wenn es noch andere Möglichkeiten geben würde für die Jagd, also zum Beispiel mit Fallen oder mit Speeren, weil theoretisch bist du ja im Mittelalter mit Speeren auf, hier, wie heißen die nochmal, Wildschweinjagd gegangen, weil, oder eine Armbrust, okay, endlich angeln, danke, weil, mit normalem Pfeil und Bogen, ja, und nix jetzt englischer Langbogen, war das einfach nicht möglich. Können wir knicken. So, und ihr sammelt jetzt erstmal die Sachen. Und ihr liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert das Video, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir mit unserer Kirche fertig werden. Weil ich würde mal sagen, hier müsste auch mal wieder geerntet werden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und euer Wiki sagt Tschüssikowski.